Bonjour, merci, dass ihr das Rüdling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridluling.lu gesehen und lauschen. Wie ihr bestimmt wisst, hat der Präsident Obama nach seinem Amtsantritt die Decision geholt, für die Prison von Guantanamo zuzumachen. Diskussionen über die Konsequenzen von dieser Decision stehen am Mittelpunkt von der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament vom 2. bis 5. Februar zu Straßburg. Das Europäische Parlament hat bekanntlich ein paar Mal zumachen von Guantanamo gefordert. Die Europäer könnten also zufrieden sein. Lohse davor so, dass die Decision vom amerikanischen Präsident neue Frauen und neue Probleme abwerft. Was geschickt mit den Prisonieren, bei Leiven nicht alle Oldschulskanner sind? Verschiedene Staaten aus der Europäischen Union scheinen bereit zu sein, vier so Prisonieren abzuholen. Als das der richtige Weg, muss Europa nicht geschlossen auf dieses Problem angehen. Was sind überhaupt Möglichkeiten und Alternativen? Das sind die Punkte, die Frauen, die ich nur mit meinem Fraktionskolleg Klaus-Heiner Lehne behandeln will. Denn Herr Lehne, den hat sich einen ganz großen Namen gemacht von einem ganz kompetenten Jurist an unserem Haus. Hier ist der Koordinator von unserer Fraktion an der Kommission Juridik. Und hat sich besonders an den letzten Wochen auch mit dieser Problematik befasst. Vielen Dank, Klaus-Heiner Lehne, dass du bereit bist, unsere Zuschauer zu informieren über die Problematik von Guantanamo. Hat Präsident Obama richtig gehandelt oder ein bisschen voreilig reagiert, weil die Konsequenzen seiner Entscheidung, die wir an sich begrüßen, grundsätzlich unbeantwortet bleiben? Ja, Astrid, du hast es ja gesagt, grundsätzlich begrüßen wir natürlich diese Entscheidung. Es war immer die Forderung Europas, auch das Europäische Parlament hat sich verschiedentlich damit befasst, dass Guantanamo geschlossen werden sollte, wobei man natürlich sagen muss, das Problem in Guantanamo ist ja nicht die Existenz dieses amerikanischen Stützpunktes auf Kuba, sondern die Art und Weise, wie mit den Gefangenen in Guantanamo verfahren worden ist. Und das war nun mal eben jenseits jeder Rechtsstaatlichkeit, das war unakzeptabel. Amerika hat dadurch viel an Glaubwürdigkeit in der Welt verloren. Und ich glaube ganz einfach, alleine vor diesem Hintergrund war die Entscheidung von Präsident Obama, dass Guantanamo geschlossen werden soll, richtig. Und das einzige Problem, was natürlich jetzt auf der Hand liegt, ist, wie man mit den dort noch verbliebenen Gefangenen umzugehen hat. Ja, aber ist es nicht so, verschiedene Regierungen, auch die meine, hat angeboten, sie würden Häftlinge bei sich aufnehmen. Laufen diese Regierungen dann jetzt nicht ein bisschen vor den Wagen? Also ich bin der Überzeugung, dass das vollkommen voreilig ist. Und ich will das mal aus einer deutschen Erfahrung heraus beschreiben. Wir haben ja auch in Deutschland etwa geschätzt 100 Leute leben, 100 Menschen leben, von denen wir wissen, dass sie aus dem näheren Umfeld des islamischen Terrorismus kommen. Denen ist aber mit rechtsstaatlichen Methoden nicht beizukommen, weil die eben konkret bisher keine Straftaten begangen haben. Wir nur wissen, dass sie diesen islamischen radikalen Tendenzen nahestehen. Was passiert mit diesen Leuten? Diese Leute werden beobachtet. Rund um die Uhr, man kann sich etwa ausmalen, was das für einen Aufwand bedeutet, also wie viele Beamte, Polizeibeamte eingesetzt werden müssen, um so eine Person zu überwachen. Das sind im Schnitt bis an die 30 Polizeibeamten, die permanent rund um die Uhr, natürlich unter Berücksichtigung ihrer Urlaubszeiten und Freizeiten, allem, was sie haben, dies tun müssen. Das heißt, das ist ein echtes Problem, auch für den Sicherheitsapparat, eine solche 100%ige Überwachung sicherzustellen. Vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es überhaupt gar keinen Grund, aus europäischer Sicht heraus voreilig zu sein, jetzt zu sagen, wir nehmen die Gefangenen aus Guantanamo bei uns auf. Und das hat auch da was damit zu tun, um wen es sich dabei handelt. Ich denke, ja, wir haben am Ende, wenn ich das mal beschreiben darf, es heute noch mit drei verschiedenen Kategorien von Gefangenen zu tun. Es gibt einmal die, von denen man weiß, dass sie Böses getan haben, Straftaten begangen haben. Die können in Amerika in einem normalen rechtsstaatlichen Verfahren auch abgeurteilt werden. Die sollen das auch tun. Das sollen die auch tun. Ihr Problem. Die werden dann in amerikanische Gefängnisse gehen, die sind insoweit kein Problem.
Das zweite Problem sind natürlich diejenigen, die, ich sage mal, durch rechtsstaatswidrige Methoden, Folter und ähnliche Maßnahmen gezwungen worden sind, Aussagen zu machen, die natürlich in meinem rechtsstaatlichen Verfahren nicht verwertbar sind. Bei denen es aber sehr konkrete Anhaltspunkte gibt, dass man schon annehmen kann, das sind keine guten Jungs, sondern das sind böse Jungs. So, und das sind natürlich die Problemfälle, die, mit denen die amerikanische Justiz nicht fertig wird. Und meine Sorge ist einfach die, insbesondere diese Problemfälle wird man versuchen, in andere Länder abzugeben. Und die werden bei uns natürlich auch erhebliche Schwierigkeiten verursachen. Dann gibt es eine dritte Kategorie, das sind diejenigen, die möglicherweise tatsächlich unschuldig sind, aber denen hat Amerika auch kein Problem. Die können problemlos auch in Amerika bleiben. Also ich glaube, für Europa ist das insgesamt keine gute Situation. Bis jetzt hat die amerikanische Regierung keinerlei Forderungen an Europa gerichtet. Sie haben uns ja auch nicht gefragt, warum, wir sollen was so ist tun. Es. Warum sollen wir jetzt voreilig darauf reagieren und uns diese Probleme an den Hals holen? Ich sehe da keine Veranlassung für. Ja, ich finde ja auch, wenn ein Land aus der Europäischen Union, ein Mitgliedstaat, welche aufnehmen will, das dürfte doch nicht allein die Entscheidung dieses Landes sein, wenn dieses Land zum Beispiel dem Schengen-Raum angehört. Denn wenn die Portugiesen jemand reinlassen, dann kann der bei uns herumwandern und seine Straftaten begehen, weil der Schengen-Raum, der steht ihm ja dann offen. Ich glaube, deshalb ist auch unsere, wir haben ja eine Entschließung angenommen. Ja. Ich habe dagegen einen Paragraphen gestimmt. Du hast ja damit verhandelt, kannst das vielleicht noch besser erklären, weil ich glaube, dass das nicht richtig ist, dass nicht der einzelne Mitgliedstaat entscheiden kann, sondern dass die Europäische Union entscheiden muss. Achso, das ist vollkommen richtig. Ist es in der Tat so, dass wir bedingt durch das, was wir an Gesetzgebung in den zurückliegenden Jahren gemacht haben, im Zusammenhang mit dem Schengen-Abkommen, aber auch was die Rechte von Drittstaatenangehörigen, von Asylbewerbern, Asylberechtigten angeht, dass wir faktisch Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union haben. Das heißt, wenn ein Mitgliedstaat diese Personen, die ja wie gesagt durchaus problematisch sind, was die Sicherheitslage angeht, in sein Land aufnimmt, hat das zwangsläufig Konsequenzen für alle anderen, weil die sich natürlich auch frei bewegen können. Und damit ist auch die Sicherheitslage bei allen anderen möglicherweise betroffen. Und vor dem Hintergrund meine ich in der Tat, das kann nur eine gemeinsame europäische Herangehensweise geben. Aber die sollte man dann entwickeln, wenn die Amerikaner wirklich überhaupt mit der konkreten Absicht an uns herantreten. Bis jetzt ist das nicht geschehen. Es gibt keine Veranlassung, jetzt voreilig das zu machen. Und ich finde es vor allen Dingen ausgesprochen merkwürdig, dass insbesondere die linken Regierungschefs, also ich denke an den portugiesischen Ministerpräsidenten und andere, die ja sonst immer mit dem kritisieren, Amerika an allererster Stelle sind und da kaum helfen wollen, dass ausgerechnet die es jetzt sind, die sagen, die Tür macht auf, das Tor macht weit, wir nehmen die Guantanamo-Häftlinge auf. Also ich kann mir das nicht vernünftig erklären, es sei denn, es ist oberflächlicher Populismus, aber ich glaube auch, die Unterstützung in der Bevölkerung für diese Position ist eher gering. Oh, die ist sehr gering. Also ich wurde angesprochen in meinem kleinen Heimatort von Leuten, als ich bei so einem Dorftheater war, haben Leute mich angesprochen, ich habe mich sehr darüber gewundert. Sie werden doch sowas nicht zulassen. Die Leute sind sowieso schon verunsichert. Die Leute finden, dass eben durch den Schengen-Raum, weil jeder frei herumreisen kann, was ja aber eine große Errungenschaft der Europäischen Union ist, die Leute sind der Meinung, dass die Unsicherheit auch daher kommt, dass wir die Freizügigkeit zugelassen haben. Wobei, nein, das glaube ich nicht. Die Freizügigkeit dient ja allen Europäern. Ja, keine Frage. Nur wir müssen eben gucken, dass wir in solchen Fällen, wo gemeinsame Interessen berührt sind, auch gemeinsam handeln und die Dinge gemeinsam abstimmen und eine gemeinsame Position finden und nicht einzelne Mitgliedstaaten so vorpreschen und damit so tun, als gäbe es die ganzen Vereinbarungen und Gesetzgebung auf europäischer Ebene und nicht. Und die gibt es. Also es gibt natürlich, wir sind für alle für die Freizügigkeit, auch der Menschen, der Arbeitskräfte und so weiter. Aber es gibt eben auch die Freizügigkeit der Verbrecher dadurch. Und deshalb verstehen viele Leute nicht, die auch dann meinen, sie müssten gegen Europa sein, verstehen sie nicht, dass das eigentlich eine Errungenschaft ist, dass das natürlich Probleme macht, wenn es die Freizügigkeit der Terroristen ist. Umso wichtiger ist es, dass wir mit diesem Problem sensibel umgehen. Denn ich will jetzt hier niemanden vorverurteilen. Aber die Amerikaner haben ja nicht wahllos irgendwelche Leute aus Afghanistan nach Guantanamo gesteckt. Sondern es handelt sich in allen Fällen um solche Personen, die nach Afghanistan gegangen sind, um dort auf Seiten der Taliban
Taliban, sich am Krieg zu beteiligen. Und das in einem Land, das von den Taliban kontrolliert wurde, wo die geregiert haben, wo zum Beispiel Frauen noch in Stadien in aller Öffentlichkeit gesteinigt und getötet worden sind. Ja. Und da kann man sich etwa eine Vorstellung davon machen, welch Geisteskind die meisten von denen sind, die da aufgegriffen worden sind. Und ich glaube, es gibt überhaupt gar keinen Grund, so zu tun, als handelt es sich da um Befreiungskämpfer oder um Unschutzlämmer. Das ist definitiv nicht der Fall. Es handelt sich um einen hochproblematischen Personenkreis. Und da stehe ich in der Tat auf dem Standpunkt, dass wir von uns aus keinerlei Veranlassung haben, hier voreilig aktiv zu werden. Ja, der Meinung bin ich auch. Und ich sage vielen Dank, dass du das so gut erklärt hast. Und ich glaube, dass unsere Bürger auch verstehen, dass wir hier mit Vorsicht an die Dinge herangehen müssen. Vielen Dank, dass du dabei warst. An ihr schon vielmals merci, dass ihr es nur geleistet habt. Bis die nächste Kerja. Gut. So, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen.